Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 20. Februar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und steht in Verbindung zum Merkur. Das sind Versöhnungen, klärende Gespräche oder Erfolg durch Terminen, durch Gespräche oder bedeutet auch die Wahrheit kommt ins Licht. Unser Planet Erde bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen wieder und steht in Konjunktion zum Uranus. Die beiden wirken zusammen, das sind Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Mond und Uranus bekommt Einfluss von Alpherg, diesem Stern Alpherg, verbindet die beiden Fischen miteinander. Also befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und verbindet den südlichen Fisch mit dem nördlichen Fisch. Dann können Sie die Frage stellen, was sucht ein Stern von Tierkreiszeichen Fischen hier im Widder? Die Antwort ist einfach. Die Tierkreiszeichen sind unterschiedlich groß und sie sind miteinander verschmolzen. Also es ist gut möglich, dass ein Stern von Tierkreiszeichen Fischen in diesem Bereich dem Widder, wo sich die Mond bewegt, wirksam ist. Was sagt Alpherg aus? Astronomisch verbindet die südlichen Fisch mit dem nördlichen Fisch, also Verbindungen, Kontakte bedeutet es, aber auch die Richtung, weil astrologisch bedeutet, dass die Tierkreiszeichen Fischen ist ein Doppelzeichen, besteht aus zwei Fischen und die schwimmen in verschiedenen Richtungen. Die eine Fisch schwimmt gegen den Strom, der andere Fisch mit dem Strom und lässt sich tragen mit dem Element Wasser. Und wir treffen selbst die Entscheidung gerade bei diesem Uranus-Einfluss und Mondenergie bei diesen Veränderungen, welche Richtung schwimmen wir? Mit dem Strom oder gegen dem Strom? Gegen dem Strom zu schwimmen ist der Weg zu schwer. Mit dem Strom zu schwimmen und vertrauen, dass das Wasser uns trägt, also kommt alles im Fluss, das ist das leichte Weg. Die Entscheidung liegt selbst im Hand. Vertex beeinflusst auch die heutigen Mondbewegung. Vertex ist nichts anderes als Andromeda-Nebel und hier treffen viele, viele Sterne in einen Punkt, in einen Knotenpunkt, wie früher alle Wege führen nach Rom. Also wir stehen in diesem Knotenpunkt in unserem Leben. Verschiedene Möglichkeiten, Chancen können wir gerade nutzen. Vielleicht sind wir durch diesen Andromeda-Nebel gerade orientierungslos. Aber wenn wir konzentriert bleiben und verfolgen unserem Ziel, dann bestimmen wir auch die Richtung. Und wichtig ist, welche Richtung schwimmen wir. Also lassen wir das Fluss des Lebens vertrauen, weil das ist das leichtere Weg. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont auf und im gleichen Moment geht die Tierkreiszeichen Jungfrau in Westhorizont unten. Ich beginne mit Tierkreiszeichen Fischen geboren. Klärende Gespräche, wichtige Termine sind heute möglich. Kommt alles im Fluss, besonders in Liebe, Partnerschaft. Man wird auch über Gefühle sprechen und die Wahrheit kommt ins Licht. Die Fischengeborenen haben jetzt gerade mehr Kraft und Mut, auch mal etwas Neues zu beginnen.
Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist wichtig wahrnehmen, die Veränderungen auch die Richtung bestimmen, welche Richtung schwimmen wir, also auch im Vertrauen bleiben. Eine innere Unsicherheit ist spürbar und Ungerechtigkeit, das bringt die Wiedergeborenen gerade aus dem Gleichgewicht. Aber wichtig ist im Ruhe bleiben, weil im Ruhe liegt die Kraft und nicht aufgeben, sondern konzentriert dieses Ziel zu verfolgen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen haben Glück in die Liebe Partnerschaft. Ein wichtiger Termin ist auch möglich oder ein Vertrag oder ein Gespräch, was schön und angenehm ist, ein klärendes Gespräch oder eine Versöhnung. Werte, Wertschätzung, Finanzen spielt gerade auch eine Rolle bei den Stiergeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität, ein Fundament, eine Basis und dann können sie etwas Neues starten. Selbst sollen sie die Handlungen bestimmen, auch die Richtung zu bestimmen, weil es ist nicht möglich momentan, andere davon überzeugen. Die Gespräche können unangenehm sein momentan bei den Zwillingsgeborenen. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtig die Kreativität, die tolle Ideen, das Umsetzen in berufliche Situation, aber auch im Vertrauen bleiben, das Fluss des Lebens. Momentan fühlen sie noch kraftlos, aber im kommenden Tagen beruhigt sich das alles, dann ist die Kraft wieder da und kommt auch Glück in die Liebe, Partnerschaft und auch schönen Gesprächen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen kümmern um die berufliche Situation. Viele Löwengeborenen suchen die wahre Berufung. Nicht nur die berufliche Situation ist wichtig, sondern eine Basis, ein Fundament und ein Zuhause zu haben, weil sie haben auch die große Bedürfnis nach Ruhe, nach Zurückgezogenheit und dann spüren sie wieder die Kraft, gerade bei diesen Veränderungen. Karmischen Themen haben auch die Löwengeborenen gerade. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist wichtig, die Lebensfreude, etwas Schönes für sich auch tun, aber auch die Liebe, Partnerschaft. Und da haben die Jungfraugeborenen Glück. Nicht nur die liebe Partnerschaft bringt Glück, sondern auch eine gute Nachricht. Und diese inneren Unsicherheit sollen sie überwinden, weil in den kommenden Tagen kommt schon die Bestätigung. Bei Tierkreiszeichen Wagengeborenen spiegelt etwas im Leben. Und das ist genau dieser Mond-Uranus-Konjunktion, dass die beiden gemeinsam wirken, weil die wieder spiegelt etwas für die Wagengeborenen. Diese Möglichkeiten, Chancen, etwas zu verändern, Mut und Kraft zu zeigen, das auch zum Wagen, das was spiegelt etwas für die Wagengeborenen. Das kann in verschiedenen Bereichen sein, Neuanfang beruflich oder Veränderungen in die Liebe, Partnerschaft. Also egal in welchem Lebensbereich handelt, wichtig ist, etwas zu verändern, diese Möglichkeiten, Chancen im Leben, etwas im Verändern, das ist gerade, was das Leben spiegelt für die Wagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen empfinden heute etwas als ungerecht und dadurch verlieren sie die innere Ruhe, weil das bringt aus dem inneren Gleichgewicht. Weil das alles so ungerecht verläuft momentan. Aber Glück haben auch die Skorpiongeborenen, Glück in die Liebe, Partnerschaft, Glück auch bei Gesprächen und ist auch möglich, kommt die Wahrheit raus. Vielleicht genau das ist diese Ungerechtigkeit, was die Skorpiongeborenen aus der Ruhe bringt. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben die Kraft und den Mut, all Hindernisse überwinden, etwas zu verändern und in erster Linie geht es in beruflichen Situationen. Etwas verbessern im Arbeitsplatz oder etwas Neues beginnen beruflich. Eine Reise hat auch eine Bedeutung. Viele Schützengeborenen sind auf die Reise oder planen eine Reise oder haben einen Besuch von Ausland.
Manche Schützengeborenen wirkt das anderes, sie fangen etwas Neues an zum Lernen oder haben sie gerade einen Studiumplatz oder ein Seminar oder eine Schulung, ist es auch möglich. Die Tierkreis zeichnen Steinbockgeborenen, verspüren eine gewisse fließende Energie, auch in die Liebe, Partnerschaft und auch schönen Gesprächen, inneren Unsicherheit oder Hoffnungslosigkeit, was sie verspüren momentan, oder Kraftlosigkeit, ist möglich. Aber in den kommenden Tagen kommt die Bestätigung, kommt wieder die Ruhe, kommt alles im Fluss. Dann haben sie auch Glück in die Liebe, Partnerschaft, auch mit einem Termin, mit einem Vertrag oder schönen, klärenden Gesprächen. Bei Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist ein Aufstieg, die Kraft und die Mut ist da, etwas Neues zu beginnen, ihre Ideen umsetzen, zum Erfolg zu bringen, und sie haben auch Glück in die Liebe, Partnerschaft. Das ist auch eine fließende Energie, was die Wassermann-Geborenen verspüren. Karma, alte karmischen Erinnerungen oder karmischen Begegnungen ist auch möglich momentan bei den Wassermann-Geborenen, weil hier befindet sich die absteigende Mondknoten und es ist ein Signal für die alten Karma und es aktiviert etwas gerade bei den Wassermann-Geborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.